Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte begleiten Sie mich bei einem neuen Blick auf hybride Veranstaltungen im Versuch, das Themenfeld zu eröffnen und zu systematisieren. Was sind die Chancen und Grenzen hybrider Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung? Ich möchte dazu kurz sprechen darüber, warum Hybrid zurzeit als Hype verstanden wird, auch kurz den Blick öffnen auf die vielen Gesichter von hybriden Veranstaltungen, dann über Gräben und Brücken in hybriden Veranstaltungen sprechen und dabei kurz auf das Thema Didaktik zu sprechen kommen und schließlich die Grenzen konkreter benennen, die sich durch Ziele von Veranstaltungen und auch durch Wünsche von Teilnehmenden ergeben, aber auch durch den Ressourcenaufwand, um schließlich abschließend die Alternativen kurz anzusprechen. Lassen Sie mich beginnen mit der Anmerkung, dass Hybrid-Veranstaltungen einen Hype erleben. Wir wissen das schon seit Herbst 2020, wo die Versuche der Hybrid-Veranstaltungen an Breite gewonnen haben. Also das ist jetzt mit Stand Herbst 2021 schon bald ein Jahr so. Ich habe Ihnen daher hier eine Grafik vom Hype-Cycle eingeblendet, den neue Technologien und Formate üblicherweise erleben. Das Interessante für uns an dieser Grafik ist jetzt der Kurvenverlauf als solcher, nicht die Einträge von spezifischen Technologien oder Formaten. Die sind nicht aktuell, weil diese Grafik schon aus dem Jahr 2017 stammt. Sie wurde damals nachempfunden einer Veröffentlichung einer Gartner-Beraterin, also stammt von einem Beratungsunternehmen aus den USA, das schon Jahre vorher festgestellt hat, dass technische Innovationen und neue Formate einen Hype durchlaufen. Das heißt, es gibt einen technischen Auslöser, sie werden bekannt, dann gibt es sozusagen eben diesen Hype bis hin zu einem Gipfel der überzogenen Erwartungen, so haben die Berater das genannt, und dann versuchen eben viele, diese Technologie oder das Format anzuwenden mit einer entsprechenden Ernüchterung, sodass der Hype dann wieder abnimmt zu einem Tal der Enttäuschungen. Und dann gibt es sowas wie einen ja, Pfad der Erleuchtung, war da die Übersetzung. Und schließlich landet die Technologie oder das Format auf einem Plateau der Produktivität. Und wir erleben das tatsächlich bei vielen Neueinführungen von Technologien oder Formaten. Und insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass auch hybride Veranstaltungen eben eine Zeit erleben, wo sie hypen, und dann gibt es eben zunehmende Erfahrungen damit und auch Enttäuschungen darüber, was vielleicht nicht ganz so einfach funktioniert. Und schließlich lernt man diese Herausforderungen zu überwinden und die Veranstaltungen pendeln sich auf einem gewissen Niveau ein. Also das einfach eine Technologie oder ein Format wie Hybridveranstaltungen hypen, darf uns nicht verwundern. Meine Annahme, die aber nicht wissenschaftlich begründet ist, ist, dass wir da gerade bei den Hybridveranstaltungen eher hier unterwegs sind. Aber das mag auch durchaus unterschiedlich ausschauen in unterschiedlichen Anwendungszusammenhängen. Impressionen in diesem ersten Jahr des Hypes sind recht unterschiedlich. Wir haben einmal im Herbst dieses Jahres am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung mit der DigLab-Gruppe auf einer Hybridveranstaltung Teilnehmende gefragt, welche Erfahrungen sie mit Hybridveranstaltungen haben. Und daher stammen diese Impressionen. Besucher- oder Teilnehmererfahrungen beschreiben Hybridveranstaltungen zum Beispiel als mühsam, nervig, langweilig, sich dabei als ungeduldig, chaotisch, aber auch bequem und ganz okay, während aus der Veranstalterperspektive die Impressionen lauten spannend, aber auch stressig, Multitasking, hoher Aufwand, Nervosität und experimentell. Das heißt, die Impressionen und Erfahrungen sind durchaus nicht nur positiv, und so darf es uns auch nicht verwundern, dass Jöran Moos-Meerholz, ein namhafter Kollege aus der digitalen Bildungslandschaft in Deutschland,
im Mai 2021 getwittert hat: Ich verstehe das Wohlwollen gegenüber hybriden Veranstaltungen bei Bildungsveranstaltungen nicht. Das ist in der Regel nicht das Beste aus zwei Welten, sondern der kleinste gemeinsame Nenner aus beiden Welten. Jörn hat seitdem viele nützliche Beiträge zur Umsetzung geliefert. Ich fand aber auch diese frühe Einschätzung sehr wertvoll, weil sie einfach die Konsequenzen der Grenzen auf den Punkt bringt. Ja. Angesichts dieser Impressionen und Zweifel darf man sich begründet fragen, warum wir das überhaupt tun. Und wenn wir uns das fragen, bekommen wir natürlich Antwort von unseren Kunden, unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, Kunden und Kundinnen. Es gibt ein großes Kundensegment, das sich einfach nach Präsenz sehnt und in Präsenz zu Veranstaltungen kommen möchte. Es gibt ein wahrscheinlich ebenso großes Segment, das sich jetzt gerade in der Corona-Zeit an Online-Teilnahmen gewöhnt hat oder gar nicht an den Ort einer Veranstaltung kommen kann, wegen der großen Distanz. Es gibt also Interessentinnen, die dabei sein wollen, aber nicht vor Ort sein können oder wollen. Es gibt seitens der Veranstalter die Erfahrung, dass man nur bei Hybridveranstaltungen so viele Menschen auf einmal erreichen kann. Und natürlich auch die Befürchtung bei Veranstaltern, rein online nicht genug Beziehung zu erleben oder anbieten zu können. Und natürlich auch die Erfahrung, dass einzelne Veranstaltungen wirklich sehr stark vom Ort der Durchführung oder vom Flair eines Hauses leben. Und es mag eine Reihe weiterer guter Gründe geben, also genug, was dafür spricht, die Herausforderung anzunehmen und Hybridveranstaltungen durchzuführen. Und wenn ich jetzt an unsere Beispielsituation im Herbst 2021 am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung denke, dann habe ich das persönlich genauso erlebt. Wir haben dort ein Hybridseminar durchgeführt und hatten Teilnehmende online und in Präsenz etwa in gleicher Zahl. Und ich habe am zweiten Tag in der Früh zur Begrüßung alle gefragt, wie geht es Ihnen? Und wir hatten nur zwei Wortmeldungen, die waren sehr, sehr eindrucksvoll und überzeugt. Ja. Es gab eine Präsenzteilnehmerin, die gesagt hat, ich bin so dermaßen dankbar, dass ich mit euch in Präsenz hier sein kann und das alles an diesem schönen Ort ungestört gemeinsam erarbeiten kann. Und es gab eine Online-Teilnehmerin, die gesagt hat, ich bin so dermaßen dankbar, dass ich hier online dabei sein kann. Das war für mich die einzige Möglichkeit. Ich hätte unmöglich kommen können und das hier ist so wertvoll für mich. Also ich denke, das illustriert noch einmal schön diese beiden wirklich nachdrücklichen Kundinnenwünsche, die wir versuchen, mit Hybridveranstaltungen abzudecken. Und die Chance der hybriden Veranstaltungen ist eben, die beide Bedürfnisse gleichzeitig zu erfüllen. Ja, es gibt viele Gesichter von Hybridveranstaltungen. Es kann sich um kleinere Veranstaltungen handeln, wie zum Beispiel interne Teamsitzungen oder Projektgruppen, wo es darum geht, dass alle mitreden können. Es gibt natürlich hybride Schulungen im Vortragssetting, aber eben auch hybride Tagungen mit Plenardiskussionen und Workshops und hybride Podiumsdiskussionen zum Zuhören mit Publikumsfragen und eine Reihe mehr. Wichtig ist, die Hauptkriterien, wie sich diese Veranstaltungen unterscheiden, sind einerseits die Größe und andererseits das Ausmaß an Interaktivität. Beides hat nämlich Auswirkungen auf den Technikbedarf und damit auf den Aufwand und die Entscheidung, ob man diese Veranstaltungen hybrid durchführt oder in einer anderen Form. Das Problem in hybriden Veranstaltungen wurde auch von Jörn Musmeerholz einmal sehr gut benannt als der Hybriditätsgraben. Es ist ja recht leicht, für die Präsenzteilnehmenden untereinander zu kommunizieren und eigentlich mit Hilfe von Chats oder Breakout-Sessions auch recht leicht für die Online-Teilnehmenden untereinander zu kommunizieren, aber diesen Graben zu überbrücken zwischen Online- und Präsenzwelt ist etwas schwieriger und dafür müssen Lösungen gefunden werden
Oft ist es so, dass sich die Online-Teilnehmenden ein bisschen abgehängt fühlen und dass es einen Chatbeauftragten gibt oder einen Moderator, der spezifisch Online-Teilnehmende einmoderiert, was keine ideale Lösung ist, aber doch funktioniert. Grundsätzlich können ja nur die Präsenzteilnehmenden den Online-Teilnehmenden entgegenkommen. Umgekehrt geht es nicht. Die Präsenzteilnehmenden haben die technischen Möglichkeiten, den Raum zu überbrücken. Die Online-Teilnehmenden können nicht in Präsenz kommen. Ja. Und diese Möglichkeit auf Seiten der Präsenzteilnehmenden ist natürlich gegeben, was aber bedeutet, dass sie entweder Laptops oder Mobilgeräte verwenden müssen und sich dadurch häufig in ihrem Präsenzerleben gestört fühlen. Also so viel zum Dilemma. Und was dafür nötig ist, ist in der einen oder anderen Form Brücken zu bauen oder den Raum von vornherein so aufzubereiten, dass er den Graben minimiert. Ich möchte sehr gern beim Bild der Brücke bleiben, weil ich finde, dass es sich schön eignet, um die Aufgabe zu skizzieren, nämlich wirklich die unterschiedlichen Räume, den Unterschied zwischen den Räumen zu überbrücken und auch kurz berichten, was wir in unseren Veranstaltungen und auch bei einer kleinen Erhebung zum Thema als echte Brücke empfehlen können und erlebt haben. Wir haben lange Zeit diesbezüglich sehr für gemeinsame Smartphone-Anwendungen geworben, wie zum Beispiel Mentimeter, sind aber inzwischen zur Überzeugung gekommen, dass das nicht allein ausreichend ist. Es ist zwar fein, wenn man immer ein gemeinsames Kommunikationstool hat. Es können ja auch die Präsenzteilnehmenden in das Meeting einsteigen und dort den Chat freischalten und mitchatten. Aber das genügt nicht für Online-Teilnehmende, um sich wirklich sozusagen dabei zu fühlen. Und für die Präsenzteilnehmenden ist es eben ein zusätzliches Gerät, also als Brücke allein nicht wirksam. Und auch informelle Situationen, ja, wie zum Beispiel ein Kaffee in der Pause oder ein Glas Wein in einer Abendeinheit, genügen nicht, um dieses volle Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen, das einfach die Online-Teilnehmenden in Hybridveranstaltungen häufig vermissen. Es funktioniert zwar, wenn man ein Tablet in so eine informelle Runde stellt, aber erfahrungsgemäß verfälscht das die Situation doch so, dass es einfach kein voll inhaltlicher Ersatz für eine Teilhabe vor Ort ist. Was doch als wirklich gute Brückensituation erlebt wird und uns rückgemeldet wurde, sind gemischte Kleingruppen, wenn sie wirklich eben klein sind und technisch einfach aufbereitet sind, beispielsweise mit einer Meeting-All. Oder was auch sehr gut als Brücke erlebt wird, ist wirklich eben ein audiotechnisch voll aufbereiteter Veranstaltungsraum, wo man an jedem Tisch ein Konferenzmikro fix installiert hat und diese Mikrofone verbunden hat, sodass diese doch tatsächlich den gesamten Raum hörbar machen, ohne zusätzliche Anstrengungen der einzelnen Sprecher oder Sprecherinnen. Das bewirkt wirklich ein gutes Erleben auch für Online-Teilnehmende. Ja, das wäre ein Bild für eine Kleingruppensituation mit der Meeting-All, die sehr leicht herstellbar ist und die wir auch ja, zurzeit praktisch jede Woche für unsere hybriden Arbeiten nutzen. Wichtig in der Hybrid-Didaktik ist, dass man schrittweise die Veranstaltungen plant, jedes Segment, jede Sequenz extra und dabei mitbedenkt, dass wirklich jede Sozialform ihre eigene technische Brücke benötigt. Das heißt, die übliche Planung schaut wahrscheinlich so aus: Ich gehe aus von der Zielgruppe, überlege mir die Ziele, die Inhalte, die Sozialformen, in denen ich die Inhalte erarbeiten möchte, leite daraus die Methoden und Medien ab und verteile die Zuständigkeiten. Das ist so eine grobe Form der Planung, die wir als Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen in allen Veranstaltungen kennen. In der Hybridplanung muss ich besonders achten auf Zielgruppe und Ziele. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, warum. Die Inhalte bleiben davon unberührt, aber die Sozialformen, die daraus abgeleiteten Methoden und Medien
verdienen besondere Beachtung, weil ich da einfach für jede Sozialform, wie gesagt, die Brücke mitplanen muss und die Zuständigkeiten werden daraus abgeleitet und schauen in Hybridveranstaltungen auch anders aus als in Präsenzveranstaltungen, da ich doch in Hybridveranstaltungen in der Regel mehr Technik bedarf und dadurch zusätzliche Rollen im Support oder in der Moderation haben werde. Ich habe kurz die Zielgruppe erwähnt. Ich habe das hier ein bisschen pointiert, skizziert. Es gibt natürlich die Präsenzkundschaft, die sich vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert unterteilen lässt in zwei Haupttypen. Ein Haupttyp der überzeugten Präsenzteilnehmenden, die einfach in Präsenz möglichst nichts Digitales erleben oder verwenden möchten. Ich habe das hier mal Hauptsache nichts Digitales genannt und einen Typ 2, der sich durch digitale Affinität und Bereitschaft zur digitalen Inklusion auch während der Präsenzveranstaltung auszeichnet. Bei der Online-Kundschaft könnte man vielleicht unterteilen, das ist natürlich vereinfacht, in diesen Typ 1, Hauptsache dabei sein und zuhören, und Typ 2, der sich eigentlich die volle Interaktion wünscht und auch erwartet in der Veranstaltung. Das macht einen Unterschied für die Planung. Schwieriger zu erfüllen sind natürlich Kundinnenwünsche wie hauptsächlich Sache nichts Digitales und voller Interaktionsanspruch. Beide können natürlich sehr berechtigt sein, machen aber die Hybridveranstaltung nicht leichter. Was einen weiteren Einfluss hat auf die Planung und Durchführung von Hybridveranstaltungen, sind die Veranstaltungsziele. Je höher das Interaktionserfordernis ist, desto höher wird der Umsetzungsaufwand. Rein zu informieren geht Hybrid leicht. Zu diskutieren wird ein bisschen anspruchsvoller und Dinge gemeinsam zu erarbeiten ist am anspruchsvollsten. Das heißt, die Veranstaltungsziele werden immer auch die Entscheidung beeinflussen, ob es eine Hybridveranstaltung sein kann oder nicht. Ich habe ein bisschen hier versucht, das zu systematisieren. Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, zu informieren, ist es relativ einfach. Ich brauche dafür bei den Präsenzteilnehmenden die Bereitschaft, in Präsenz zuzuhören und eventuell informelle Teile zu nutzen und vielleicht Feedback zu geben und den Teilnehmerinnenwunsch online eben einfach dabei zu sein und zuzuhören. Wenn es ums Diskutieren geht, wird es etwas anspruchsvoller, weil sowohl bei den Präsenzteilnehmenden als auch bei den Online-Teilnehmenden Disziplin gefragt ist. Ja? Also so natürlich die Bereitschaft zuzuhören und dann aber eben auch diszipliniert mitzudiskutieren, mit Rücksichtnahme auf die jeweils andere Gruppe und entsprechend der Moderation, die durch die Diskussion führen wird. Am aufwendigsten wird eine hybride Veranstaltung, wenn es darum geht, Inhalte gemeinsam zu erarbeiten. Hier brauchen wir Präsenzteilnehmende, die digital gestützt zusammenarbeiten wollen und können, und auch Online-Teilnehmende, die das wollen und können, und eine entsprechende Vorbereitung und Moderation. Das heißt, es gibt schon zwei Elemente, die sicherlich Grenzen für hybride Veranstaltungen setzen. Das eine ist der Interaktionsbedarf der Veranstaltung, verbunden mit den Zielen. Und das andere sind die Kunden- und Kundinnenwünsche, die hier einfach für Grenzen sorgen. Man kann natürlich dieses anspruchsvollere Setting mit dem gemeinsamen Erarbeiten auch sehr, sehr gut umsetzen, braucht aber dann einen höheren Ressourcenbedarf. Denn, wie wir schon gesagt haben, eine gute Brücke ist zum Beispiel auch in gemischten Kleingruppen möglich, wenn die technisch entsprechend ausgestattet sind. Also wenn ich so im Idealfall ein Gerät habe, das sozusagen mein Konferenzmikrofon und meine bewegliche Kamera gleichzeitig abdeckt, wie zum Beispiel die Meeting Hall. Eine gute Brücke sind auch audiotechnisch voll aufbereitete Räume mit verbundenen Konferenzmikros. Aber wenn ich jetzt mehrere Meeting Halls für mehrere Unterräume habe oder eben einen großen Raum so aufbereiten möchte, dann kostet das Infrastruktur. Also diese Ausstattung ist nicht preiswert. Und mit dem Infrastrukturbedarf steigt der Bedarf an Technik-Support. Das heißt, es kostet auch Personalressourcen. Und damit sind wir beim nächsten großen Limit, also beim begrenzenden Faktor für hybride Veranstaltungen, nämlich dem Technik- und dem Personalbedarf.
Das alles kann uns dazu bringen, tatsächlich noch einmal gut überdenken zu wollen, ob eine hybride Veranstaltung immer die am besten geeignete Form ist. Deshalb möchte ich hier auch kurz noch ein paar Worte über Alternativen sagen. Man kann natürlich die Ansprüche reduzieren und es sich dabei leichter machen, wenn ich jetzt keine voll interaktive hybride Veranstaltung machen kann. Aus Gründen der genannten Grenzen kann ich die Online-Beteiligung reduzieren. Ja, das heißt, ich würde den Online-Teilnehmenden eher so etwas ermöglichen wie ein Bildungsfernsehen, Streaming mit vielleicht Chat oder Twitter-Begleitung, also ein bisschen Interaktivität, aber nicht die volle Interaktivität und habe damit deutlich weniger Aufwand in jeder Hinsicht. Ich kann auch die Zeiten reduzieren, in denen ich wirklich hybrid arbeite. Da bleibe ich noch immer bei der Hybridität, aber reduziere die gemeinsame Live-Arbeit, die synchrone Arbeit und lagere wichtige Teile der Inhaltsvermittlung in asynchrone Einheiten aus. Also ich habe zum Beispiel eine Lernplattform, die das Ganze begleitet oder versende Videos im Vorfeld oder dergleichen, sodass aus meiner Veranstaltung eine Flipped-Veranstaltung wird oder ein Blended-Format, wo ich einfach asynchrone Angebote ergänze. Das heißt, ich habe zwar die hybride Situation, aber nur mehr limitiert. Oder ich reduziere den Anspruch, dass beide Wünsche, nämlich Präsenzteilnahme und Online-Teilnahme, in der gleichen Veranstaltung befriedigt werden. Das kann ich auch machen. Ich kann natürlich Unterlagen, Informationen vorbereiten und anbieten und dazu einerseits eine Präsenzveranstaltung und andererseits eine Online-Veranstaltung abhalten, was ebenfalls sehr sinnvoll sein kann. Ich kann auch Aufnahmen aus der einen Veranstaltung für die jeweils andere nutzen. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten und weniger ist tatsächlich manchmal mehr. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und die Begleitung durch diesen schnellen Ritt durch das Thema Hybridveranstaltungen im Versuch, das Feld ein bisschen zu systematisieren. Vielen lieben Dank dafür.